In diesem Video wollen wir wieder ein wirklich cooles Beispiel gemeinsam bearbeiten. Und bei diesem Beispiel wollen wir gemeinsam ein rechtwinkliges Blumenbeet anlegen. Und als erstes benötigen wir dafür einen Gegenstand. Was denkst du, ist der Gegenstand der Ball, die Schnur oder die Taschenlampe? Genau, es ist die Schnur. Du erinnerst dich vielleicht an das Intro-Video, wo wir kurz thematisiert haben, dass schon die alten Ägypter rechtwinklige Objekte konstruieren konnten. Und das haben sie gemacht mit Hilfe der 12-Knoten-Schnur. Und genau die werden wir uns in diesem Video gemeinsam ansehen. Bei der 12-Knoten-Schnur gibt es eine Besonderheit, nämlich jeder Knoten hat zum nächsten und davorliegenden denselben Abstand. Also sie haben immer eine Maßeinheit Abstand. Und da gleich etwas ganz Wichtiges. Es ist egal, ob diese Maßeinheit jetzt 30 cm sind, 3 Meter oder auch 20 cm. Das ist ganz egal. Auf jeden Fall haben es damit die Ägypter geschafft, ihre Pyramiden zu konstruieren und zu bauen. Als erste Aufgabe gleich für dich, finde eine möglichst lange Schnur. Und wenn du keine Schnur oder kein Seil irgendwo rumliegen hast, dann nimm einfach Schnürsenkel. Du kannst sie nachher sowieso wieder entknoten und sie wieder in deine Schuhe hineingeben. Drück jetzt auf Pause. Okay, ich habe auch eine Schnur geholt, nämlich die hier. Und das hier ist ein Kletterseil. Also meine Schnur ist relativ lang, sie ist nämlich genau 20 Meter lang. Und wir wollen jetzt mit dieser Schnur, die du hast, die 12-Knoten-Schnur erstellen. Und dabei solltest du besonders darauf achten, dass die Abstände zwischen den Knoten gleich groß sind. Das heißt, du nimmst dir eine gewisse Länge von irgendeinem Objekt. Zum Beispiel, ich verwende ein Brett. Du kannst aber auch eine Mappe nehmen oder etwas Kürzeres. Natürlich könntest du auch ein Geodreieck nehmen und immer zum Beispiel 5 cm von einem Knoten zum nächsten Knoten Abstand lassen. Und dafür drücke jetzt dann auf Pause. Genau, und ich mache das jetzt auch mal. Also der erste Knoten, ich schiebe das Mikro ein bisschen weg. Der erste Knoten ist ja ganz am Ende, das heißt, hier mache ich einfach mal einen Knoten rein. So. Der erste Knoten ist übrigens auch ein farblich wichtiger Knoten, er ist nämlich der erste rote Knoten. Und da ich kein rotes Tape habe, verwende ich weißes Tape. So, und das geht jetzt sofort und ich spule jetzt dann einfach vor. Wir sehen jetzt hier eine 12-Knoten-Schnur mit ziemlich langen Abständen. Erster Knoten, der weiß markiert ist. Zweiter Knoten, dritter Knoten, vierter Knoten, wieder weiß markiert. Fünfter Knoten, sechster Knoten, siebter Knoten, achter Knoten, wieder weiß markiert. Neunter, zehnter, elfter und 12. und 13. So, und jetzt mach dir eine Skizze und überleg dir, wie du die 12-Knoten-Schnur beim Bau eines rechtwinkligen Blumenbeets verwenden würdest. Beachte dabei, dass du drei markierte Knoten hast. Drück jetzt auf Pause. So, bei mir sieht das jetzt circa so aus. Das heißt, ich lege die markierten Knoten in die Ecken. Das heißt, jeder dieser markierten Knoten, die ich mit einem weißen Tape markiert habe, zeigen an, dass sie in einer Ecke sind. Und die übrigen Knoten sind dann nur dafür da, dass ich weiß, dass ich einmal drei Maßeinheiten habe und einmal vier Maßeinheiten und einmal fünf Maßeinheiten. Und da wir jetzt schon beim Thema Maßeinheit sind, das war ja die Länge, die du als Abstand genommen hast. Und jetzt berechne die Seitenlänge in Zentimeter deines rechtwinkligen Dreiecks, in dem du den Knotenabstand verwendest. Beachte jetzt, das hängt genau von deinem Knotenabstand ab.
Also von der Distanz von einem Knoten bis zum zweiten Knoten. Und dafür drück wieder auf Pause. So, ich habe als Einheit ein Holzbrett genommen und jeder Knoten ist genau so weit voneinander entfernt, wie dieses Holzbrett breit ist. Das heißt, meine Maßeinheit war ein Holzbrett und das war eben 35 cm breit. Das heißt, jeder Knoten bei mir ist 35 cm von dem davorliegenden und dem danach kommenden entfernt. Und jetzt wollen wir natürlich die Seitenlängen bestimmen und dazu müssen wir nur uns überlegen, dass A 3 Maßeinheiten lang ist, B 4 Maßeinheiten und C 5 Maßeinheiten lang ist. Das heißt, wenn wir jetzt 3 mal 35 rechnen, kommt 105 raus. Somit wäre die Seite A 105 cm lang. Seite B erhalten wir 140 cm und bei Seite C erhalten wir 175 cm. Aber das ist jetzt nur bei meiner Maßeinheit. Das heißt, ich habe dieses Holzbrett genommen und dieses Holzbrett war 35 cm breit. Und so viel ist jetzt der Abstand zwischen jedem Knoten. Überlegt ihr, wieso entsteht dabei ein rechtwinkliges Dreieck? Als kleiner Tipp, verwende den Satz von Pythagoras und drücke jetzt auf Pause. Schauen wir es uns wieder gemeinsam an. Für die Seitenlängen gilt nämlich der Satz von Pythagoras und drum ist es rechtwinklig. Aber wieso gilt der? Schauen wir uns das an. Nämlich Summe der Quadrate der beiden Katheten ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Das war ja der Satz von Pythagoras. Also auch anders formuliert, a² plus b² ist c², wenn a und b die Katheten sind und c die Hypotenuse. Und jetzt überprüfen wir einfach, ob wirklich die Summe der Quadrate der beiden Katheten gleich dem Quadrat der Hypotenuse ist. Denn wenn das so ist, dann ist es zwangsläufig ein rechtwinkliges Dreieck. Und wir können es einmal mit den Maßeinheiten überprüfen. Das heißt, wir wissen, es ist 3, 4 und 5. Und wenn wir das überprüfen, 3² plus 4² ist 25 und 5² ist auch 25. Also ist a² plus b² gleich c². Wir können es aber auch mit den ermittelten Zentimetern überprüfen. Und das war ja bei mir jetzt 105, 140 und 175 cm. Überprüfen wir es wieder, indem wir a² plus b² ermitteln. Das ist ja 105² plus 140² jetzt. Und das wäre dann 30.625, also ziemlich viel. Und c², ist das jetzt auch so viel? Am besten du zückst jetzt deinen Taschenrechner und rechnest es kurz nach. Genau, und es ist wirklich auch so viel. Also wir haben wieder 30.625. Ziemlich faszinierend, oder? Das heißt, wir können durch ein Seil mit 12 Knoten ganz einfach ein rechtwinkliges Dreieck erstellen. Und das wollen wir jetzt auch ausprobieren. Nämlich, erstelle mit deiner 12-Knoten-Schnur, die du jetzt gebaut hast, irgendwo einen rechten Winkel für ein Blumenbeet. So, wir sehen jetzt hier nochmal das rechtwinklige Dreieck, welches sich gerade am Spielplatz drüben. Und wenn wir jetzt die Markierungen nochmal einzeichnen, beziehungsweise die Knoten hervorheben, dann können wir schön feststellen, dass wir eine Kathete mit 3 Maßeinheiten haben, eine Kathete mit 4 Maßeinheiten und die Hypotenuse 5 Maßeinheiten lang ist. Wichtig ist, dass die roten, beziehungsweise bei mir dann die weißen, jetzt wieder die roten Knoten in den Ecken sind. Also die, die ihr markiert habt, nämlich den ersten, den vierten und den achten Knoten, die sind an den Ecken. Und noch ein kleiner Tipp zur Erstellung so eines rechtwinkligen Dreiecks. Ihr müsst die Enden erst am Schluss zusammengeben, sonst wird es schwierig. In diesem Video habt ihr also hoffentlich sehr viel entdecken können und gesehen, zu was man nicht alles den Satz von Pythagoras verwenden kann. Bis zum nächsten Video.